Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Scratches. Ja, im letzten Part haben wir endlich Catherines Leiche gefunden. Und ich wollte diese beiden Dinge zusammenfügen und habe deshalb die ganze Zeit am Ofen oben rumgetüdelt, weil ich dachte, vielleicht kann ich das jetzt schmelzen. Aber ich habe schon eine ganze Folge gerade vertüdelt mit dem Versuch. Wirklich eine ganze Folge. Und deshalb nehme ich jetzt nochmal von vorne auf, denn mir ist auf einmal eine bessere Idee gekommen. Ja, ich habe wirklich eine ganze Folge vertüdelt, nur für dieses Rätsel. Und ich probiere jetzt was anderes aus und hoffe, dass es funktioniert, denn ich hatte euch ja gefragt, ob ich das nicht irgendwie malen kann, oder? Ich habe gedacht, ich gucke nochmal in der Küche vielleicht. Habe ich irgendwas übersehen oder so? Weil das ist doch zum Beispiel diese Kaffeemaschine. Das geht. Aha, die kann man ja wirklich aufmachen. Scheint zu funktionieren. In der Mühle ist doch schon etwas drin. Ach so, ich muss es dann erstmal malen, oder wie? Dann so. Und jetzt? Die Kaffeemühle ist offen und wartet. Ach so, ja. Klar. Das ist ja jetzt unten in dem Fach drin. Das so aufgeht. Oder? Was für eine schöne altmodische Kaffeemühle. Wie funktioniert das? Kaffeemühle wartet. Ah, ich habe das schon genommen. Ach so. Wartet nur darauf, befüllt zu werden, ja. Gut, dann das nächste Malen und das dann mischen, nicht wahr? Okay, das zusammen. Was ist das jetzt genau? Es ist eine Mischung aus einem menschlichen Zahn und der Klaue eines Löwens. Bizarr. Schönes Wort. Bizarr. Auch eins meiner Lieblingswörter. Ich denke mal, dass ich jetzt damit zum Ofen muss. Muss ich mal gucken. Huch! Ach so, ich bin ja jetzt wieder hier und da ist immer noch dieses ekelhafte Bild. Warum hängt man sich sowas an die Wand? Wirklich. Übrigens glaube ich, dass dass ich in dieser Folge noch das Spiel durchkriege. Ich glaube, da kommt nämlich nicht mehr viel, wenn ich das Amulett fertig habe. Und deshalb mache ich jetzt die Folge einfach so lange, wie sie wird. Ich gucke gar nicht auf die Uhr. Ein kleiner Ofen. Ich muss den Ofen zuerst anzünden. Da ich im Moment nicht die Absicht habe, etwas anzuzünden, verschwende ich lieber keine Streichhölzer. Es fehlen Bestandteile. Was? Es fehlt was? Was kann denn hier fehlen? Holz bestimmt nicht. Moment, da fehlt irgendwas zum Drauflegen, ne? Habe ich da was? Nee. Ziegelstein ist wohl zu dick. Was ist das? Käse wahrscheinlich im Sand. Eigentlich. Nee, die sind ja aus Plastik. Mal gucken. Ich glaube, das ist bestimmt irgendwo hier oben. Ich gehe noch mal hier rein. Mal sehen, mal sehen. Das sind wieder nur Bretter. Ist hier irgendwie was? Unbrauchbares Fett? Nö.
den Tisch, da sind Metalldosen. Die sind nicht aus Plastik. Haben die Deckel? Ah. Ich hob den Deckel auf. Vielleicht würde er sich als nützlich erweisen. Klar, Deckel. Normalerweise. Naja, egal. Ich glaube, der müsste gehen. Ich hoffe, der geht. Keine Lust, wieder eine ganze Folge zu vertüdeln. Die andere, die ich vertüdelt habe, kriegt ihr jetzt natürlich nicht zu sehen. Ist ja nur unnötige Aufnahme. Totaler Quatsch. Irgendwie ist das Spiel total zeitverzögert, habe ich das Gefühl momentan. So. Deckel drauf. Cool, das geht sogar. Dann jetzt das da drauf. Es fehlen Bestandteile. Ja, so. Ist das? Okay. Wow. Definitiv wieder mal mehr Glück als Verstand. Hä? Wie kann es denn diese Form annehmen dadurch? Komisch. Hört ihr das? Der Stein fühlt sich warm an. Fast als wäre er organisch. Ich befestige den Stein an dem Zweig und verspüre sofort ein seltsames Gefühl. Hm. Das Amulett scheint zu vibrieren. Ich bin bereit. Oh mein Gott. Are you kidding? Wer lacht da? Wer lacht da? Will ich das wirklich wissen? Irgendwie finde ich das Bild jetzt noch gruseliger als eben. Lach nicht. Wow, meine Maus spinnt rum. Das muss die Macht der Maske sein. Oh mein Gott. Bist du das? Ich hoffe, das bist du. Ich schwanke das Amulett vor der Maske. Und dann... Zuerst schien sich nichts zu tun, aber dann spüre ich ein Gefühl der Erleichterung. Als wäre das Haus von einer ungeheuren Last befreit worden. Sonst scheint sich nichts weiter zu tun. Wirklich nicht? What? Und das nennt sich Ritual? Sind wir ehrlich. Was war denn das? Das war jetzt aber lahm. Die Musik ist wieder da, die normale. Hamster, mach doch nicht jetzt Geräusche im Hintergrund. Ob ich jetzt mein Buch beenden kann? Irgendwie wirkt die Musik jetzt viel ruhiger als am Anfang, oder? Ich will die Schreibmaschine nicht anfassen. Nicht einmal ansehen. Nicht? Dann pack deinen Koffer. Dann halt nicht. Mein Hamster hat jetzt die grandiose Idee, anzufangen, im Laufrad zu laufen, falls ihr sie hören könnt. Immer diese Brezeln. Aus der Musik kann. Ich bin völlig erstarrt vor Entsetzen. Wieder dieses schauerliche Geräusch. Sie hören einfach nicht auf. Oh Gott, ich habe mich erschreckt. Kommt das vom Kamin?
machst du da? Während ich den Kamin hinabklettere, werde ich das Gefühl nicht los, in einen verbotenen Ort einzutreten. In einen Ort, der von der Zeit vergessen worden ist. Und vergessen bleiben sollte. Das einzige herausragende Merkmal des Zimmers ist ein verdrecktes, gesprungenes Waschbecken. Der Gang ist voller Gerümpel. Wo bin ich hier? Da ist eine Leiter? Ist hier noch mehr irgendwie? Überall hier drin sind längst verrostete Rohre. Was ist das? Ich glaube, verriegelte Türen sollte man nicht öffnen. Okay, ich habe wohl keine Wahl. Hallo? Ich bin schweißgebadet und zittere vor Angst. Doch ich muss weiter, wie von einer unsichtbaren Kraft angetrieben. Was ist das? Auf dem Tisch sind Essensreste. Jemand oder etwas hat hier unten gegessen. Von einem Rohr tropft frisches Wasser. Teddy? Auf dem Boden liegt ein widerlich verdreckter Teddybär. Am Hals sind tiefe Risse, als hätte ihn etwas gebissen. Die Musik war schön. Plötzlich gingen mir William Baileys Worte durch den Kopf, als er vom Leichnam Catherine Blackwood sprach. Aufgerissen. Was ist das für ein Fleck? Spuren von rohem Fleisch, als wäre es durch das Gitter fallen lassen worden. Und ein riesiges Loch mit Knochenresten. Oh mein Gott. Noch verwirrt über das, was ich gerade gesehen hatte, lief ich zu meinem Auto und raste davon. Ich schäme mich dessen nicht, was ich getan habe. Dieses entstellte Gesicht verfolgt mich in meinen Träumen noch immer. Und ich habe seitdem nie wieder ein viktorianisches Haus betreten. Aber es gibt etwas, wofür ich dankbar bin. Dank dieser Begegnung im Keller war es mir möglich, meinen Roman zu beenden und ein produktiver Schriftsteller zu werden. Ja. Wieso fallen die Tropfen so langsam? Tja, was soll ich dazu sagen? Überraschendes Ende, mehr oder minder. Ich meine, dass da was im Keller war, haben wir ja schon vorher festgestellt. Die Frage ist, was war das? Ich glaube irgendwie, Robin war vielleicht doch nicht tot.
Oder... Ich meine, was ist aus Mr. Milton geworden? Ich glaube, keiner sperrt sich selbst in einen Keller. Und es ist einfach nur ein Monster, ist wohl eine ziemlich bescheuerte Erklärung. Das Vieh scheint ja auch... Beziehungsweise dieser, ich sag mal, Mensch. Vieh zu sagen ist ziemlich komisch. Ich glaube eher, dass es ein ziemlich entstellter Mensch war. Schien ja auch regelmäßig gefüttert worden zu sein nach dem Fleisch. Nur wer füttert das? Das, ob Milton doch noch irgendwo lebt und einfach nur nicht mehr im selben Gebäude wohnen wollte? Fragen über Fragen. Und ehrlich gesagt, ich muss sagen, von dem Ende der Maske bin ich etwas enttäuscht. Die hätten... Also ich finde, sie haben jetzt das Ende animiert und sie haben jedes Mal, wie ich die Türen öffne, animiert. Aber... Die hätten nicht mal sowas animieren können, dass die Maske vielleicht schwebt und lacht oder so. So schwierig wäre das sicherlich nicht gewesen. Auch ein Minuspunkt, den ich dem Spiel geben würde, ist zum Beispiel auch, es ist stumm und kein einziges Blatt bewegt sich. Beziehungsweise, was mich am meisten gestört hat, ist eigentlich, dass sich die Wolken nicht bewegen. Mit allem anderen hätte ich leben können. Aber im Großen und Ganzen, ich fand das Spiel jetzt eigentlich doch ganz cool. Ich fand die Rätsel auch mal ziemlich realistisch irgendwie, also ziemlich menschennah. Etwas zu menschennah. Ich bin manchmal gar nicht drauf gekommen, dass es so sein könnte in dem Spiel, weil das irgendwie so spielunlogisch erschien. Das Einzige, was mich echt gestört hat, ist, dass er vorher nicht nach der Leiche suchen konnte. Weil das fand ich irgendwie so offensichtlich. Komisch. Hier im Startbildschirm bewegen sich die Wolken. Ja, sehr seltsam. Ah, ich fand das Spiel trotzdem ganz cool, also für so ein paar Eurochen. Doch, da war es ganz nett. Ich meine, es ist ein Click-and-Point-Adventure. Ich muss ehrlich sein, da kenne ich nicht so viele gute in dieser Richtung und dann würde ich das hier schon definitiv zu den besseren zählen. Ja. Also falls es euch auch interessiert, im Director's Cut ist auch noch der zweite Teil drin. Das ist ja der Teil, den ich gerade gespielt habe. Und ja, das ist auch schon die bessere Grafik. Aber wie gesagt, es läuft nicht unbedingt unter Windows 7. Man kann mir gerne Fragen stellen, wie man es zum Laufen kriegt. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei Eternal Darkness hoffentlich. Ja, und bald zum nächsten Projekt wahrscheinlich. Werden wir mal sehen. Bis demnächst, ne? Bye!